Ja, Freunde, jetzt ist es soweit. Der Winnie ist jetzt Klofrau. Toll, die letzten Wochen waren hart. Und ja, wisst ihr was? Letztes Wochenende, ich hätte doch einfach nur mal auf die Zeichen der Zeit hören sollen. Mal gucken müssen. Was steht da oben? WC. Für mich als fußballdenkender Mensch heißt das doch World Cup. Und was heißt WC noch? 0-0. Und guckt man sich die letzten Playoff-Spiele an. Scheiße, das ist mein Nostradamus. Diese scheiß verfickte Tür. What the Kack? Ja, Kerls, die Null stand. Leider zu unseren Ungunsten, weil die haben wir nicht gebrauchen können, weil wir haben ja mit Toren hantiert und 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, können wir gar nichts mit anfangen. Aber am Dienstag hat sich das ja gebessert mit Deutschland, Frankreich und das heißt Wochenendbilanz, ja nur ein Schein drin, minus 51.25, ich bleib verschont. Monatsbilanz minus 42.33, aber ohne Witz, ich habe gute Tipps für euch. Ja, Freunde, da habe ich wirklich mal was Sinnvolles rausgesucht und es beginnt am Freitag um 18.30 Uhr. Darmstadt 98 spielt gegen Sandhausen, das ist natürlich zweite Bundesliga und da nehmen wir die 1 für 2.60. Hör mal, Darmstadt, waren sie 2-1 in Führung in Braunschweig. Verdusseln die ganze Scheiße mit dem Torwartfehler, belohnen sich am Ende nicht und... Das wird anders laufen. In Braunschweig überhaupt bis zur 90. Minute 2-1 führen, das heißt schon einiges. Und wer gibt denn überhaupt diese 2-6 raus? Am Freitagabend um 20 Uhr haben wir eine Systemwette am Start. Es geht um Auswärtssiege von Telstar bei Waalwijk. Das ist Niederlande, zweite Liga und die Quote auf die 2 ist 3.10. Am Sonntag haben wir dann noch zwei Partien. Die erste um 18.30 Uhr, Las Palmas gegen Levante. Da nehmen wir die 2 für 3.80. Das ist La Liga in Spanien. Und am Abend um 21 Uhr haben wir die Partie aus der Ligue 1. Das ist Bordeaux gegen Olympique Marseille. Da nehmen wir die 2 für 3.10. Was bringt uns dazu? Telstar, Megalor, 5 Siege in Folge, eine Dreierquote immer noch auf den Auswärtssieg bei eher schwachen Waalwijkern. Statistiktipp, aber den nehmen wir mal so mit. Und es ist ja auch eine Systemwette. Las Palmas, auch super Form schwach. Levante, so Mittelmaß, aber auch da eine 3-8 für den Auswärtssieg bei Las Palmas. Das ist top. Bordeaux, Olympique Marseille, da sehen wir das schon ein bisschen anders. Olympique Marseille ist in der Topform, Bordeaux eben nicht. Samstag um 13 Uhr gehen wir mal in die zweite Liga und starten eine Zweierkombi mit der Partie Bochum gegen Greuther Fürth. Dann nehmen wir die 1 für 1.95. Packen dazu am Sonntag um 23.15 Uhr Boca Juniors gegen Racing Club. Die 1 für 1.50. Wir erhalten gesamt eine 2.92. Greuther Fürth. Lachhaft. Bochum, viel stärker. Guckt euch das Personal an. Wo sollen die Chancen fürs Kleeblatt sein? Jo, vielleicht höchstens das Kleeblatt. Also Glück. Bochum wird das gewinnen. Boca Juniors sowieso, die haben Monsterlauf. Und deswegen nehmen wir auch mal die Argentinier mit rein. Racing Club, mittelmäßiger Verein. Heimspiel wird gewonnen. 8. Sieg in Folge. Am Samstag um 13.30 Uhr starten wir die nächste Systemwette in England und es heißt Arsenal London spielt das Derby gegen die Tottenham Hotspurs und dann immer das X für 3.60. Um 18 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Derby, AS Rom gegen Lazio Rom, das X ebenfalls für 3.80 und um 20.45 schon wieder ein Derby, Atletico Madrid gegen Real Madrid. Das X für 3.50. Das sind nicht nur Derbys, weswegen wir da drauf kommen, sondern das sind exakt formgleiche Teams. Die geben sich nichts. Die einen haben Verletzte. Wissen wir nicht, ob der Harry Kane zum Beispiel bei den Spurs spielt. Dele Alli wird bestimmt nicht spielen. Arsenal hat zu Hause einen Mega-Run. Spurs auswärts auch. Aber die Spurs haben ja letztendlich außer in Manchester United, und da haben sie auch verloren, nur bei so Fallobst gespielt. Da kann man ja auch gewinnen. Da muss man ja sogar gewinnen, wenn man unter den Top 5 sein will. Das heißt, jetzt Arsenal London heimstark, Spurs auswärts stark, 1-0 Niederlage bei United.
Da sind die doch mit dem X zufrieden. AS Rom, Lazio, sieht's doch ähnlich aus. AS Rom, auch super Lauf. Lazio, Rom, auswärts, mega Lauf. Ist das auswärts, wenn man in derselben Stadt spielt? Ich weiß es nicht, aber mit dem X sind doch beide zufrieden. Atletico, Real Madrid, bei beiden Vereinen gerade schwierig. Auch sehr viel Verunsicherung. Die sind doch mit dem X auch zufrieden. An Barca kommen sie eh nicht mehr ran. Samstag 14 Uhr gehen wir doch mal in die dritte Liga. Ja, ja, von Madrid Atletico in die dritte Liga. Carl Zeiss Jena spielt gegen Werder Bremen 2. Da nehmen wir die 1 für 1.90. Warum machen wir das denn jetzt? Carl Zeiss Jena hat sich gefangen, ist zu Hause auch wirklich stark gewesen. Und Werder Bremen, die zweite Mannschaft, nicht nur die erste, die holt sich gerade Klatsche für Klatsche ab, haben gerade irgendwie, glaube ich, 0-5 gegen Sonnenhof Groß-Asbach, also eigentlich gegen Dorfverein verloren. Rote Karten, auch noch obendrein gegen den kleinen Verlat und so weiter. Und da werden ein paar Spieler abgestellt zur ersten Mannschaft, da wird hier und da getestet, weil da geht es ja auch um andere Themen. Und das werden die in Jena natürlich nicht auffangen können, dass es da eine Niederlage gibt, ist relativ selbstverständlich. Am Samstag um 14 Uhr, Zweierkombi, wir starten in der dritten Liga, Sonnenhof gegen Erfurt, die 1 für 1.75 und um 20 Uhr haben wir noch Toulouse gegen Metz, da nehmen wir die 1 für 1.75 ebenfalls und wir halten Gesamt 3.06, das war die Liga 1. Sonnenhof Groß Asbach, haben wir eben ja schon in Bezug zu Werder Bremen 2 angesprochen, die gewinnen gerade. Keine Ahnung, wie das Dorf das schafft, dass sie da in der dritten Liga über Jahre ja mittlerweile schon bestehen. Auch Trainerwechsel, Spieler gehen und kommen. Ja klar, den willst du auf dem Dorf halten. Aber die schaffen es, die haben gerade einen Lauf. Okay, wir haben eine Länderspielpause, da kann sich natürlich einiges tun. Toulouse, die sind natürlich gerade nicht ganz so schlecht unterwegs. Zumindest, wenn sie gegen Metz spielen, weil für die läuft gar nichts. Samstag um 14 Uhr starten wir eine System-Monster-Kombo und die beginnt in der dritten Liga mit der Partie Unterhaching gegen SC Paderborn. Da nehmen wir die 2 für 2.70 und um 18.30 Uhr haben wir in Österreich noch eine Partie aus der ersten Liga dort. Das ist St. Pölten gegen Wolfsberger AC. Da nehmen wir die 2 für 3.0. Und am Sonntag um 12.30 Uhr beschließen wir die ganze Chose in den Niederlanden. Den Haag spielt gegen Almelo. Da nehmen wir die 2 für 3.10. Kehr, Paderborn. Sind ja eh in einem gewissen Maße unsere Lieblinge. Haben wir ja auch schon mal einen Schal irgendwie in die Höhe gehalten und hatten wir eigentlich bisher auch immer Erfolg mit. Die machen es spannend, die spielen aber auch geilen Fußball. Die sind relativ ungeschlagen und Haching spielt auch einen guten Kick. Aber Paderborn, Sven Michel, ich sag's euch, warum der nicht erste Liga spielt, ist mir schleierhaft. St. Pölten, Grottoid, die haben gerade, glaube ich, mal 3 Pünktchen oder sowas. Wolfsberg, nicht bekannt dafür, auswärts stark zu sein, aber St. Pölten wird es denen einfach machen und da werden sich sogar die Wolfsberger motivieren, da mal einen Auswärtssieg einzufahren, weil sie müssen, weil dann ist St. Pölten eigentlich weg und die können schon quasi Weihnachten feiern. Den Haag gegen Almelo. Almelo, gut drauf. Krass. Und Den Haag eben nicht. Deswegen vertrauen wir da dem Mo und der Mozza-Kombo. Am Samstag haben wir eine schöne Dreier-Kombi im Angebot und zwar um 16 Uhr geht es los mit Leicester City gegen Man City. Da nehmen wir die 2 für 1.35, dann um 20 Uhr Slowakia, wir sind in Tschechien, gegen Viktoria Pilsen, die 2 für 1.70 und Neapel am Abend um 20.45 gegen den AC Milan, die 1 für 1.50. Wir halten gesamt eine 3.44. Das sind formstarke Teams. Die haben halt uns rausgeguckt und da haben wir halt festgestellt, die haben trotzdem noch gute Quoten. Ja, kannst du sagen, halt, ja, SSC Neapel, AC Milan, ja, AC Milan ist ja toll und stark und was weiß ich. Ja, aber die haben keinen Inzaghi mehr, das ist nicht mehr so wie früher. Die gewinnen nicht in Neapel. Neapel ist halt heimstark, alles tutti. Manchester City, die haben einen Lauf, also die prügeln ja wirklich alles weg. Und Leicester City, ja, One Hit, Master, Meister, keine Ahnung. Das ist auch wieder in der Realität. Und Pilsen, 13 Siege in Folge gegen Slowako, haben sie 2 im Pokal jetzt zu Hause verloren. 2-3 nach Verlängerung meines Wissens. Aber 13 Siege in Folge in der Liga, das heißt, da gibt es eine Revanche und ein 7 ist super.
Am Sonntag um 16.15 Uhr haben wir noch eine Partie aus der La Liga Espanyol gegen Valencia. Dann nehmen wir die 2 für 2.20. Ja, wenn sich schon Real und Atletico nicht um Barcelona kümmern, dann macht neuerdings Valencia Druck. Die haben nur den einen Wettbewerb wirklich ernsthaft, die sind nicht international vertreten, die haben Zeit und die haben mittlerweile auch richtig gutes Team und die haben Lauf und Espanyol wird da sicherlich nicht im Wege stehen. Die bleiben dran bei Barca. Am Sonntag um 18 Uhr haben wir noch eine erste Bundesliga-Partie und zwar Werder Bremen spielt gegen Hannover 96. Wir glauben und hoffen und denken die 1 für 2.20, weil Werder Bremen hat gut gearbeitet, die Länderspielpause. Die hatten Testspiele, da konnte der Max Kruse beweisen, dass er treffen kann. Das gibt den Jungs Aufschub. Wir haben es eben schon angesprochen, Werder Bremen 2 wird da wahrscheinlich drunter leiden, aber Werder Bremen 1 wird gegen Hannover 96 definitiv gewinnen. Der Trainer ist gut, die Mannschaft ist gut, das Heimpublikum sowieso Sieg.